Das Werk Usul As-Sunnah wird auch von vielen Gelehrten mit Überlieferungsketten berichtet. Das, was ich jetzt erwähne in den nächsten Sätzen. Es gibt manche Leute in der heutigen Zeit. Sie sind, ich weiß nicht warum, woran das liegt, sie sind bestrebt, frühere Aqidah-Werke als falsch oder als unauthentisch darzulegen. Sie kommen zum Beispiel zu diesem Buch von Imam Ahmad und sie sagen, dieses Buch kann nicht Ahmad zugeschrieben werden und sie nennen dann irgendwelche Gründe. Und damit, falls jemand von uns irgendwann in der Zukunft so etwas hören sollte, damit er weiß, wie er darauf antwortet, habe ich die nächsten Sätze aufgelistet, um zu bestätigen und darzulegen, dass dieses Buch, diese Niederschrift von Imam Ahmad verfasst wurde und dass sie richtig und authentisch ist. Imam Abu Bakr al-Khalal, er zählt zu denjenigen, die Teile von dieser Niederschrift überlieferten. Und er überlieferte das Werk über Muhammad ibn Sulaiman al-Jawhari, dieser über Abdus ibn Malik al-Attar und dieser über Imam Ahmad. Das ist der erste. Imam Abu al-Qasim al-Lalakai überlieferte Usul as-Sunnah komplett. Er hat ein Aqidah-Werk. In diesem Aqidah-Werk führte er das Werk an. Imam Ibn al-Banna al-Hanbali, gestorben 471 nach der Hijra, dessen Manuskript die genaueste ist und auf dessen Überlieferungskette sich auch die meisten späteren beziehen. Er hat ebenfalls das Werk Usul as-Sunnah von Imam Ahmad überliefert. Ibn al-Jawzi überlieferte dieses Werk ebenso in seinem Werk Manaqib al-Imam Ahmad und ebenfalls bestätigten Imam Ibn Qudama und Imam Ibn Taymiyyah diese Niederschrift. Und die Liste wäre noch lange, aber ich denke, das, was ich jetzt hier gerade erwähnt habe, das müsste reichen. Falls irgendjemand kommen sollte und versucht zu behaupten, ja, dieses Werk ist nicht authentisch und kann nicht Imam Ahmad zugeschrieben werden, dann antwortet man mit dem, was ich hier geschrieben habe. Somit ist also Usul as-Sunnah von Imam Ahmad verfasst worden und dies wurde von vielen Gelehrten, allen voran von den Hanabila, auch bestätigt. Es gibt immer in jedem Bereich Leute, die darauf spezialisiert sind. Ich bin jetzt als Beispiel Hanbali. Ich folge der hanbalitischen Rechtsschule und ich beschäftige mich mit dem Leben von Imam Ahmad, mit den Werken von Imam Ahmad, mit der Rechtsschule von Imam Ahmad. Ich kenne mich darin aus. Würdest du mich über etwas anderes oder über jemand anderen befragen, wäre ich darin wahrscheinlich nicht wissen genug, darüber zu sprechen, weil das nicht mein Bereich ist. Wie kann jetzt jemand kommen, der kein Hanbali ist und versuchen dann über unsere Madhhab zu sprechen und zu sagen, dieses Werk stimmt nicht oder Ahmad hat dieses und jenes nicht gesagt. Wir sagen, unsere Leute, die Hanabila, sie haben das bestätigt und sie haben das nicht negiert. Wie kannst du jetzt kommen und darüber sprechen? Und das ist auch in anderen Wissenschaften genauso. Jemand ist spezialisiert auf, sagen wir mal, die arabische Sprache und die arabische Grammatik. Er hat sich jahrzehntelang damit auseinandergesetzt und kennt die Werke und kennt die Autoren. Jetzt kommt jemand, der nicht spezialisiert ist in diesem Bereich und dann versucht er, etwas zu sagen. Was wird er ihm sagen, der Grammatiker? Er wird ihn anschauen und sagen, was redest du da? Das ist vergleichbar, ein Automechaniker kommt zu einem Arzt und dann möchte er, dieser Automechaniker, mit dem Arzt über Krankheiten reden und über irgendwelche Allergien reden. Was macht der Arzt? Der Arzt meistens, er schaut ihn an und im Inneren denkt er, was willst du hier, was erzählst du? Er nimmt ihn nicht ernst. Oder jemand ist ein Automechaniker, dann kommt ein Arzt und möchte mit ihm über die Kupplung sprechen und über Reifenwechsel sprechen. Der Mechaniker wird ihn anschauen und sagen, was willst du? Das ist mein Bereich. Möchtest du mir jetzt etwas beibringen in meinem Hauptgebiet? Genauso ist es auch hier bei diesem Werk. Wenn irgendjemand kommt und darüber sprechen möchte, sagen wir, subhanallah, die großen A'imma, die großen Gelehrten der Hanabila haben dieses Buch bestätigt und Ahmad zugeschrieben. Wer bist du, dass du kommst und jetzt hier Tashwish machst? Tashwish bedeutet, er möchte einfach nur nerven, er möchte Sachen durcheinander bringen.